So Leute, ich bin's wieder und zwar heute mal nicht mit einer neuen Technikübung aus dem Hallen- oder Freibad, sondern befinde mich mal wieder nach langer Zeit im Fitnessclub Fellbach. Ich habe jetzt auch meine Sommerpause hinter mir, war ein bisschen im Urlaub, habe mich auch ein bisschen regeneriert und jetzt geht's aber wieder direkt fokussiert in die neue Saison. Ich habe ein neues Ziel, das ich euch noch präsentieren werde und ich habe jetzt auch ein paar neue Ideen gesammelt in meiner Regenerationsphase, denn ich will ja nicht alles gleich machen wie letztes Jahr. Vieles war zwar schon richtig in meiner Vorbereitung, in meinen 100 harten Tagen, aber ich habe auch was dazugelernt, aus meinen Fehlern gelernt und habe ein paar neue Trainingstools. Eins davon stelle ich euch heute vor und zwar ist das hier die Kettlebell. Das ist ein einfaches Trainingsgerät für jedermann. Man kann es einfach zu Hause, überall unterwegs, im Studio einsetzen, wo man will. Man kann es mit ins Hotelzimmer nehmen, kann da seine Übungen machen. Es gibt es natürlich in verschiedenen Gewichtsklassen. Es ist eine ganz leichte für Einsteiger. Man kann eigentlich jede Übung oder viele Übungen, die man auch ohne Gewicht machen kann, kann man natürlich mit so einer Kugelhantel, mit dieser Kettlebell machen. Der Vorteil ist, man hat hier einen festen Griff. Vielleicht besser als bei einer normalen Hantel. Sie ist handlicher, man kann sie einfach verstauen, da rollt nichts weg. Wenn man jetzt eine leichte schiefe Ebene hat und eine normale Hantel, dann könnte es sein, ja, die rollt einem weg, rollt vielleicht irgendwie auf den Hund zu Hause oder die Katze, die gerade schläft, kann alles passieren. Mit der Kugelhantel passiert das nicht so leicht, die ist einfach sicher verstaut. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein leichtes Warm-up, warum man sich vor einer Belastung erwärmen soll. Da habe ich schon hier ein paar Videos gemacht, blende ich euch oben ein. Ganz wichtig, klickt euch einfach mal durch. Und ich fange jetzt einfach mal mit ein paar leichten Übungen an, die sowohl meine Muskulatur erwärmen und ich muss auch ein bisschen mit Kopf bei der Sache sein. Ich fange jetzt einfach mal an, ich gehe leicht in die Knie, aufrechter Stand, gerade Oberkörper und fange einfach mal an zu schwingen. Dabei versuche ich nicht irgendwie mit dem Oberkörper unnötig hin und her zu wackeln, sondern versucht da die Spannung zu halten. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr sehen, dass ihr da einfach mit dem Rumpf ein bisschen arbeiten müsst. Man muss auch dabei ein bisschen nachdenken, man muss sich konzentrieren, sonst verliert man die Kugelhantel vielleicht. Da macht man natürlich die ganze Zeit auch, einen Richtungswechsel. Da haben viele vielleicht eine stärkere und eine schwächere Seite. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten. Ich kann mich auch mal natürlich drehen. Also ihr seht, leicht in die Knie, gerade Oberkörper. Blick am besten nach vorne. Wenn ihr vor euch einen Spiegel habt, ist es umso besser, könnt ihr euch kontrollieren. Und noch einmal einen leichten Richtungswechsel. Dann wird es eine leichte Spannung in den Oberschenkeln, Rumpf komplett angespannt. Auch die Schulter wird erwärmt. So, kommen wir schon zur nächsten Übung. So, es ist eine leichte Kniebeuge und ich, ihr werdet gleich sehen, ich schwinge einfach die Kugelhantel vor mir hoch. Wieder leichte Hocke. Und jetzt gehe ich einfach mal mit der Hantel nach unten und immer beim nach vorne schwingen eine explosive Streckung in den Oberschenkel. Eine gute Übung für die Schulter, für die Oberschenkel. Natürlich ist wieder der Rumpf dabei stabil, der Rücken gerade, einmal von der Seite. Schon leicht schnaufen. Wirklich sieht vielleicht einfach aus, aber dadurch, dass man sich aktiv streckt, aktive Belastung, aktive Kontrahierung der Muskulatur, kommt schon ein bisschen was zusammen. Jetzt nächste Übung. Ausfall, wieder Ausgangsposition. Leicht in die Knie gehen. Ein Arm hier fest an die Hüfte und dann schwinge ich hier einfach mal vor und zurück. Versuch im Rumpf so wenig wie möglich zu wackeln, aufrecht zu bleiben, Bauch anspannen. Jetzt muss auch die andere
seitliche Rumpfmuskulatur natürlich extrem viel arbeiten. Das Ganze auf der anderen Seite. Der Vorteil gegenüber einer normalen Hantel ist es einfach der, da würde ich mir wahrscheinlich bei jedem Schwung an die Oberschenkel schlagen. Die Kugelhantel ist da einfach handlicher, da passiert das nicht so schnell. Ich erwärme meine Rotatoren in der Schulter, also sehr gute Übung für die Verletzungsprophylaxe. Ich rate auch, nehmt nicht zu viel Gewicht, denn sie soll erstmal erwärmend sein. Und je mehr Wiederholungen ihr damit macht, desto schneller werdet ihr merken, dass es auch eine kräftigende Übung ist und dass es bei vielen Wiederholungen einfach schon die Belastung ziemlich hoch werden kann. Deshalb lieber leicht anfangen. Wie gesagt, es gibt, also ich habe sie schon bis über 20 Kilo gesehen. Gibt es natürlich auch aus Metall und aus Plastik. Schaut einfach mal, ich werde euch einen Link unten reinstellen, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Geiles Tool fürs Training, probiert es aus. Und ich zeige euch bald mehr Übungen damit. Genau, abschließend, gerade vergessen, habe ich ja nochmal eine zweite Schwingübung für euch. Jetzt machen wir nicht einmal um den Körper schwingen, sondern ich schwinge jetzt eine 8 durch meine Beine hindurch. Dazu muss ich jetzt leicht wieder, also extrem, ein bisschen in die Kniebeuge gehen und mich natürlich konzentrieren, dass ich jetzt die Kettlebell nicht verliere. Das ist schon eine relativ kräftigende Übung für das Gesäß, für den unteren Rücken müsst ihr natürlich auch schauen, dass der aufrecht bleibt. Keinen Rundrücken machen, sondern wirklich schön immer hier die Spannung halten. Und nochmal Richtungswechsel. Genau, das Ganze natürlich auch mit einem Richtungswechsel. Und das war jetzt die Abschlussübung. Ihr seht, man kann den ganzen Körper damit erwärmen, entweder aktiv oder auch passiv zum Teil. Viele Muskelschlingen arbeiten mit bei den einzelnen Übungen. Ich schwitze jetzt schon, es ist draußen heiß und ihr seht mich bald wieder im nächsten Video. Bis bald, ciao, ciao, euer Dominik.